Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Meldung, die jetzt gerade erst am 2. September ungefähr mittags herum rauskam, dass die Bundesnetzagentur in Deutschland in Zukunft unabhängiger sein muss, zumindest was die Stromentgelte oder Energieentgelte angeht, im Vergleich zum bisherigen Zustand. Was steckt dahinter? Ist eine ganz frische Nachricht. Ich habe heute den ganzen Tag über gearbeitet und jetzt ist es schon relativ spät. Das seht ihr auch hier an den Lichtverhältnissen. Und jetzt mache ich mal spontan ein kurzes Zusammenfassungsvideo dazu, was da wohl dahinter steckt und wie sich das im Weiteren auswirken wird. Ihr seht hier schon neben mir eine Meldung von der Tagesschau. Netzagentur soll Leitungskosten festlegen. Wer bestimmt in Deutschland über Leitungskosten bei Strom und Gas? Der Europäische Gerichtshof hat die bisherige Einmischung der Politik gestoppt. Die Entscheidung über die Kosten liege allein bei der Bundesnetzagentur. Hintergrund ist eben, dass wir in Europa sagen, die Regulierungsbehörden, wie in Deutschland die Bundesnetzagentur, muss alleine darüber entscheiden können, welche Gebühren die Netzbetreiber berechnen dürfen und dementsprechend welche Einnahmequellen sie haben, in welchem Rahmen die sich auch entwickeln würden. In Deutschland haben wir ja aber sehr, sehr gut ausgeprägt über Gesetz und Verordnungen, was so an Entgelten möglich ist. Das heißt, wir haben die Stromnetzentgeltverordnung, wir haben die Gasnetzentgeltverordnung, wir haben die Anreizregulierung und den Rahmen davon im Energiewirtschaftsgesetz. Und das heißt, dass die Bundesnetzagentur sich eben in diesem Rahmen bewegen kann und in diesem Rahmen Entscheidungen trifft über die Entgelte, die sie eben freigibt oder nochmal ändern lässt oder eben auch verschiedene Vorgaben zu zum Beispiel diesem großen Thema der Eigenkapitalverzinsung, das aktuelle Streitthema, macht und damit schlussendlich auch beschreibt, wie viel Geld die Netzbetreiber in Zukunft noch so bekommen können. Und das geht wohl so nicht, ne? Also das sagt es hier praktisch, dass ein Gericht auf europäischer Ebene, dass das so nicht in Ordnung ist. Kurz gesagt, gefällt das auch der EU-Kommission nicht. Hier wurde geklagt und es läuft nun darauf hinaus, dass die Verordnungen, die bisher gemacht wurden, die ja aus der Politik kommen, naja, gewissermaßen ja auch auf Grundlage von Lobbyarbeit so entstehen könnten, weil das ist nun mal der Sinn auch von Politik. Man spricht miteinander und dann kommt halt mal ein kleiner, unauffälliger Koffer oder Präsentkorb und dann entscheidet man Dinge eben so, wie es der Präsentkorbgeber wollte. Und das kann alles passieren, das kann aber auch nicht passieren. Also das wissen wir nicht immer und das ist auch nicht immer so offensichtlich, aber zumindest hat die deutsche Politik, der Gesetzgeber, sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wenn es darum geht, wie die deutsche Energiewirtschaft heutzutage funktioniert. Die Energiewende ist auch auf Grundlage vor allem politischer Entscheidungen in dem Zustand, in dem sie gerade ist. Und auch die Regulierungswut, die wir haben. Ich habe erst jetzt kürzlich wieder dazu geschult, was sich so alles tut entlang der Standardprozesse der Energiewirtschaft. Und es ist ein Graus für die Marktteilnehmer. Es ist toll für uns als Dienstleister, aber als Versorger, als Netzbetreiber ist es eigentlich richtig, und jetzt müsste ich ein Schimpfwort verwenden, nicht so gut. Und das basiert größtenteils auf den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wir uns eben so geben. Und deswegen ist es vielleicht sogar gut und sinnvoll, hier ein bisschen die Macht und die Entscheidungskraft vom Gesetzgeber wegzunehmen in Richtung der Regulierungsbehörde. Kann gut sein, denn es ist hier also auch immer mal wieder in Verdächtigung, dass Lobbytätigkeiten direkt am Bundeswirtschaftsministerium, vielleicht auch an einen Bundeswirtschaftsminister Altmaier, das kann alles sein, getätigt worden sind und dementsprechend hier die Entscheidung nicht immer im Sinne der Allgemeinheit getroffen worden, sondern eventuell im Sinne von so manchen Interessenträgern. Und es darf halt hier keinerlei politische Einmischung geben. Das sagt auch hier nochmal ganz klar das oberste Gericht der EU, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Die Bundesnetzagentur soll als unabhängige Kontrolleinrichtung allein entscheiden, wie sich die Kosten für das Durchleiten von Strom und Gas berechnen, also die Netzentgelte schlussendlich, wie die sich entwickeln können. Und das ist so bisher natürlich nicht gegeben. Bisher gibt es dafür einen Rahmen, der von Verordnung gesetzt wird und die Bundesnetzagentur kann sich nur in diesem Rahmen bewegen. Sie soll sich in Zukunft komplett frei entfalten können. Das ist hier praktisch das Ansinnen dieser ganzen Diskussion. Damit ändert sich auf dem deutschen Energiemarkt viel, sagt auch nochmal die Bundesnetzagentur, die mehr als 1000 Unternehmen, naja, wenn es um Netzbetreiber geht, sind es nicht mehr als 1000 Unternehmen, sind es ziemlich genau 800, zumindest im Strombereich. Und Gasnetze sind jetzt nicht so viele andere, müssen sich in Zukunft direkt mit der Bundesnetzagentur auseinandersetzen, wenn sie finden, dass sie für ihre Leistungen zu wenig Geld bekommen. Ja,
Das ist dann natürlich der genaue Punkt. Wenn nachher die Bundesnetzagentur alleine entscheidet, dann ist hier keine Lobbyarbeit mehr am Gesetzgeber möglich, sondern die muss dann eben mit der Bundesnetzagentur gemacht werden. Es gibt noch diverse weitere Nachrichten, jetzt hier zum Beispiel Deutschlandfunk, ne? Bundesnetzagentur muss unabhängiger werden, das geht in die gleiche Richtung, auch relativ kurzer Beitrag. Und wird auf die Rechtssache verwiesen, C718-18. Das könnt ihr übrigens dann auch finden, wenn ihr bei Infocuria, Rechtsprechung unter Europa-EU, das ist also eine offizielle Auflistung der Juristerei aus der Europaebene. Wenn ihr dann dort diesen Suchbegriff eingibt oder das über Google einfach so eingibt, dann kommt ihr hier auf diese Links und dort könnt ihr euch zumindest die Dokumente, die es bisher schon gibt, genauer anschauen. Aber auch das ist, wie so oft, relativ ausführlich. Also das liest man nur dann, wenn man darauf Lust hat oder dafür bezahlt wird. Daher gönnt euch. Oder auch nicht. Ansonsten schaut euch einfach die diversen Fachpressebeiträge noch an, ne? Auf dem Solar-Server gibt es einen relativ gut erklärenden Beitrag dazu, was da noch mit dahinter steckt. Ich habe das gerade im Großen und Ganzen schon erwähnt. Hier werden auch viele O-Töne gesammelt. Natürlich haben sich die Branchenverbände und Co. schon dazu geäußert. Es gibt auch bei der ZFK einen Artikel. Das ist aber ein ZFK-Plus-Artikel. Deswegen werde ich euch den hier natürlich nicht zeigen können. Außer eben, dass der auch relativ lang ist. Da sind schon einige O-Töne zusammengekommen. Das Handelsblatt hat auch relativ früh darüber was geschrieben, heute Mittag nämlich. Und ja, schlussendlich läuft es jetzt also darauf hinaus, dass jetzt erstmal der Zustand, den wir bisher hatten, in Frage gestellt ist. Und die Bundesnetzagentur selbst schon gesagt hat, dass sie erst einmal das noch geltende deutsche Recht so weiterführen möchte, bis es tatsächlich Klarheit gibt, ne? Also rechtliche Unsicherheiten in der Übergangsphase sollen so weit wie möglich reduziert werden. Wir gewährleisten Rechtssicherheit für die Investitionen, die zur Erreichung der Klimaschutzziele essentiell sind. Was durchaus ein wichtiger Punkt ist, ist, wenn es wie bisher auf Grundlage von Gesetzen und Co. gelaufen ist, dann gibt es für die teilnehmenden Unternehmen, für die Netzbetreiber natürlich eine gewisse Rechtssicherheit darüber, wie in Zukunft hier auch so sich alles entwickelt, weil es gibt halt die Gesetze und die Verordnung. Und ehe die sich ändern, ja, gibt es ja auch Konsultationen und man hört was aus den internen Kreisen und dann kann man da vielleicht noch seine eigene Meinung mit rangeben. Wenn die Bundesnetzagentur allein entscheidet, dann gibt es natürlich die Beschlusskammern, die auch dann wie ein Gesetzgeber ihre Beschlüsse treffen. Aber auch das könnte natürlich ein bisschen weniger mit dem gesamten gesetzgeberischen Transparenzprozess stattfinden. Also ein bisschen weniger Mitteilungsmöglichkeiten für die teilnehmenden Netzbetreiber. Und das ist natürlich nicht in deren Sinne. Die wollen natürlich ein bisschen mehr auch Planungssicherheit haben. Das ist aber auch deren Interesse. Und ich muss ganz offen sagen, eine der Hauptherausforderungen ist nun mal das Voranschreiten der Energiewende inklusive einer auch natürlich Investitionssicherheit von zum Beispiel Netzen, die ganz dringend gegeben sein muss, die ein bisschen mehr auch Spielraum haben müssen für eben ihre Infrastrukturerweiterungen, für Digitalisierung und so weiter. Das ist eins der Hauptprobleme überhaupt bei uns, dass wir Smart Metering, Smart Grid und so weiter eigentlich als Fremdwörter bezeichnen müssen, weil wir haben das halt nicht. Wir machen da auch viel zu wenig. Und die Netzbetreiber müssen da deutlich mehr Spielraum bekommen. Und meine Hoffnung ist, wenn jetzt hier die Macht praktisch an die Bundesnetzagentur vollständig übergeben ist, dass aus dieser Aufsichtsbehörde heraus, die sich ja auskennt und die ja auch im ständigen Austausch mit den Netzbetreibern ist, deutlich mehr für die echte Energiewirtschaft geschaffen wird und gemacht wird und gebracht wird und mehr Freiheiten am Ende des Tages eigentlich sogar entstehen, weil es eben nicht mehr über die Tische der Politik laufen muss, wo in der Vergangenheit einfach alles schiefgegangen ist. Muss man mal so offen sagen, ich bin Fan von Demokratie, ich bin Fan der deutschen Politik, keine Frage. Aber in der Energiewende hat man auf fast allen Leveln versagt. Und das bedeutet auch, ich habe da wenig Vertrauen hin, allzu viel noch in den Gesetzgeber da zu stecken. Da müssen wir mal schauen, was auch vielleicht in einem neuen Bundestag passiert, aber bisher hat man da echt versagt. Und eine Bundesnetzagentur kennt sich zumindest aus. Die hat auch nicht immer die besten Entscheidungen getroffen, aber vielleicht ist hier noch ein gewisses Potenzial, was in Zukunft gegeben sein könnte. Naja, schauen wir mal. Diese Entscheidungen sagen also schlussendlich erstmal, dass hier das EU-Recht nun sagt, die Bundesnetzagentur muss das in Zukunft alleine entscheiden können. Und damit sind die Auswirkungen von sowas wie Stromnetzentgeltverordnung, Gasnetzentgeltverordnung, Anreizregulierungsverordnung eingeschränkt. Die sind in Zukunft vielleicht nicht mehr gültig.
Das kann aber auch bedeuten, dass eine Bundesnetzagentur die einfach weiter genauso anwenden wird, bis man irgendwann alles einmal neu aufgerollt hat. Mal schauen. Stand 2.9. abends gibt es also noch keine allzu klare Erklärung, was da nun passiert, oder kein abschließendes Feedback, sondern wir sind jetzt noch in einer Phase, in der darüber gesprochen werden muss, was sich daraus entwickelt. Jetzt erstmal ist klar, wahrscheinlich gibt es diese Verordnung in Zukunft in der Form nicht mehr, zumindest greifen die nicht mehr, und die Bundesnetzagentur kann in Zukunft deutlich mehr selbst darüber entscheiden, wie sich die Entgelte der Netzbetreiber verändern werden und in welchem Rahmen die sich überhaupt bewegen können. Da ist jetzt ein bisschen mehr Macht bei der BNetzA. Das ist erstmal der Stand. Okay, soweit dazu. Habt ihr konkrete Fragen zu dem ganzen Themenkomplex, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.